benötigt. Am 27. Januar. Bremens Bürgermeister und Justizsenator Henning Scherf informierte über seine Haltung zum großen Lauschangriff, über Regionalpolitik und auch Bremens wirtschaftliche Lage. Zunächst gab es aber erst einmal Autogramme mit Fotos und allem Drum und Dran. Anschließend Glückwünsche zum 80. Geburtstag des langjährigen Gemeinderatsmitgliedes Friedrich Wendt. Die Blumen überreichte Landtagskandidat Fritz Heiner Heppke, der danach Henning Scherf darauf aufmerksam machte, dass Niedersachsen und Bremen ein enges, aber kein spannungsfreies Verhältnis hätten. Erster Programmpunkt, der große Lauschangriff. Scherf hält den derzeitigen Gesetzesentwurf für nicht vertretbar, denn das Vertrauensverhältnis zu Ärzten, Rechtsanwälten und Journalisten muss gewahrt werden. Das eigentliche Thema an diesem Abend war aber die Regionalpolitik. Viel Eigenlob war zu hören. Begründet hat Optimist Scherf das mit Erfolgen wie dem Verkehrsverbund, der mittlerweile 1,8 Millionen Menschen mit einbezieht. Doch bei länderübergreifenden Projekten stehen wir erst am Anfang. Wer nicht Regionalpolitik macht, kann das Thema Europa vergessen. Für die Zukunft plant Scherf, den Ansturm auf die Expo 2000 für ganz Norddeutschland zu nutzen. Möglich sei dies mit einer gut aufeinander abgestimmten Regionalpolitik. Nach seiner zuversichtlichen Rede hatten die Genossen die Möglichkeit, Fragen an Scherf zu stellen. Neben Bundestagskandidat Joachim Stünker meldete sich auch Verkehrsausschussvorsitzender Sven Nack zu Wort. Zwei Punkte, die uns als Eutner sicherlich direkt interessieren, möchte ich mal kurz ansprechen. Zum einen möchte er eine Vereinfachung der Beschulung Eutner Schülerinnen und Schüler an bremischen Schulen. Zum anderen kritisierte er die schlechte Bahnanbindung Sagohorns am Bremen und lud Scherf gleich zu einer Radtour von Euthen nach Bremen ein. Darüber lässt sich reden. Scherf fährt genauso gerne Fahrrad wie Zwernack.